Ist es das FBI, der KGB, Interpol oder gar das BKA? Nein, es ist Regge 501, der mal wieder seine Schnüffelfähigkeiten unter Beweis stellen will. Und damit herzlich willkommen zu meiner nächsten längeren Projektserie, der Geheimakte-Serie. Den Anfang macht, wie ihr sehen könnt, die Geheimakte Tunguska aus dem Jahre 2006. Nach Lost Horizon holt Animation Arts mich mal wieder von dem Bildschirm und zwingt mich zur exzessiven Benutzung der Maus und meines Gehirns. Ersteres bekomme ich auf jeden Fall hin, letzteres... Nun ja. Ich habe mich für dieses Projekt entschieden, weil mich Lost Horizon überzeugt hat, die Geheimakte-Serie durchweg positive Kritik bekommen hat und ich solche Spiele einfach besser beherrsche als Ego-Shooter. Geheimakte Tunguska ist zudem Adventure des Jahres 2006 geworden. Wir können uns dementsprechend auf ein schönes Spiel gefasst machen. Dass die anderen beiden Teile auf dem Kanal folgen, versteht sich von selbst. Zur Story kann ich noch nicht viel sagen, lediglich, dass wir in der Rolle der Nina Kalenko auf der Suche nach unserem Vater sind und dabei einer Verschwörung oder etwas Ähnlichem auf die Spur kommen. Angespielt habe ich das Spiel selbstverständlich, aber nicht sehr weit. Ähnlich wie bei Lost Horizon habe ich vom Ausgang des Spiels also keine Ahnung. Und im Intro haben wir ja gesehen, dass es irgendwas mit einer Explosion in der Tunguska-Region zu tun haben wird. Das Spiel ist ab 6. Es drohen also keine verstörenden Bilder oder Vulgärsprache. Und jetzt würde ich sagen... So schön diese Intro-Musik auch ist, bei den 15-Minuten-Videos wird es bleiben. Und wir machen jetzt einfach mal ein neues Spiel. Und dann wünsche ich viel Spaß mit Geheimakte Tunguska. Bist du da? Was? Papa? Was ist denn hier los? Papa? Die angelehnte Eingangstür, dieses Chaos hier und von meinem Vater keine Spur.
Hoffentlich ist ihm nichts passiert. Ich sollte mich besser mal auf die Suche nach ihm machen. Nun, was können wir festhalten? Der Kerl scheint noch nicht viele große Filme gesehen zu haben. Sonst wüsste er, dass man sich nicht im Dunkeln in irgendwelche dunklen Gassen begibt. Das macht man einfach nicht. Ja, und da sind wir schon in der Rolle der Nina Kalenko voll in der Action drin. Sie fährt auf jeden Fall eine schicke Maschine, das muss man ja schon mal sagen. Also sie ist auf jeden Fall nicht die schüchternste. So, wir haben hier Menü und Tagebuch und Lupe. Mit der Lupe, wie bei Lost Horizon, können wir hier alles Mögliche sehen, was wir untersuchen können. Ich glaube, ja. Hier werden die Gesteinsproben einer ersten Analyse unterzogen. Ja. Ich habe keinen blassen... Alles klar. Die Akten sind teilweise rausgerissen und über den Boden verteilt. Mein Vater war das bestimmt nicht. Da muss jemand etwas dringend gesucht haben, der es sehr eilig hatte. Also das ist natürlich ein Point-and-Click-Adventure und das heißt, es funktioniert auch genauso wie Lost Horizon. Da scheint irgendwas in den Stein eingeschlossen zu sein. Es schimmert rötlich-violett. Man kann Dinge untersuchen und Dinge mitnehmen, Dinge bedienen, per Mausklick anschauen. Mein Vater war ja noch nie ein Vorbild, was Ordnung angeht. Aber so schlimm sieht es ja nicht einmal bei mir zu Hause aus. Tja, da sieht man, dass Unordnung vererbbar ist. Es ist einfach eine genetische Krankheit. Mitnehmen will ich die nicht. Hier scheint eine Münze zu fehlen. Oh, also kein Rätsel. Der Heizkörper ist lauwarm. Ja, wie eine echte britische Servisia. Und was haben wir da? Die Schale ist innen schon etwas porös. Ja, nimm einfach mal mit. Genau, fühl dich frei, bedien dich. Rahmen und Glas sind völlig zersplittert. Und das Foto wurde in der Mitte durchgerissen. Nimm mit. Ein Foto von Papa auf einer seiner Expeditionen. Auf der Rückseite steht 1958, Wladimir Kalenko und... Ich kenne das Foto, aber wer war nochmal der andere Typ auf dem Bild? Und warum wurde das Foto zerrissen? Ich werde es mal in mein Tagebuch kleben. Vielleicht hat das Bild irgendeine besondere Bedeutung. Ja, und da kommen wir auch direkt zur Relevanz dieses Tagebuchs. Dort sehen wir dann immer alles Mögliche an Dokumenten, die für unsere Quests wichtig sind und dann eben ein Text dazu. Und natürlich müssen wir das auch lesen, wie bei unseren Wimmelbildspielen. Chaos. Berlin. Museum. Nina wollte sich heute mit ihrem Vater in dessen Büro treffen, doch alles, was sie vorfindet, ist ein heilloses Chaos. Was ist hier passiert? Zerrissenes Foto. Berlin. Museum. Ein Foto von Ninas Vater auf einer seiner Expeditionen. Auf der Rückseite steht 1958 Wladimir Kalenko und auf dem Bild war ursprünglich noch ein anderer Expeditionsteilnehmer. Aber wer? Und warum wurde das Bild zerrissen? Ja, Fragen über Fragen. Eine Auszeichnung der Russischen Akademie der Wissenschaften. Ich glaube, die gab es für eine der Expeditionen, die mein Vater in den 50er und 60er Jahren unternommen hat. So, dann beweg dich mal ein bisschen hin. Habe ich jetzt noch irgendwas vergessen? Nee, ah doch, da. Ein Glaskolben. So, und da ist ein Telefon. Das Bürotelefon. Privatgespräch. Nach Hause telefonieren. Was auch immer hier passiert sein mag. Ich rufe besser mal die Polizei an. Polizeileitzentrale Berlin. Hallo, Nina Kalenko hier. Sie müssen schnell jemanden vorbeischicken. Mein Vater ist spurlos verschwunden. Seit wann? Keine Ahnung. Ich wollte mich auf seiner Arbeitsstelle mit ihm treffen, aber er war nicht da. Stattdessen ist hier alles durchwühlt. Ist Ihr Vater geistig gestört oder suizidgefährdet? Was? Nein, natürlich nicht. Tut mir leid, dann können wir nichts machen. Erwachsene Personen können nur bei Lebensgefahr oder in Ausnahmesituationen als vermisst gemeldet werden. Aber das ist eine Ausnahmesituation. Beruhigen Sie sich erstmal wieder. Ihr Vater wird bestimmt irgendwas Wichtiges zu erledigen haben und sich bald melden. Machen Sie sich keine Sorgen. Was Wichtiges zu erledigen? Hallo, haben Sie mir zugehört? Hier sieht es aus wie nach einem Erdbeben. Meinen Sie, er hat das Chaos selbst angerichtet und sucht nun nach der Putzfrau? Wie gesagt, ich kann da leider gar nichts für Sie tun. Tut mir leid. Prima, herzlichen Dank. Sie waren mir eine große Hilfe. Toll,
Muss ich denen erst zwei Finger schicken, damit die mal aus dem Quark kommen. Ja, und genau so habe ich mir die Unterstützung der Bullerei vorgestellt. Das ist echte Zusammenarbeit! Aus dem Büro dröhnt laute Musik. Dass mein Vater da drin ist, halte ich bei dieser Art von Musik zwar für unwahrscheinlich, aber vielleicht kann man mir sagen, wo er abgeblieben ist. Na, endlich haben wir mal ein bisschen Background-Musik hier, die habe ich irgendwie schon vermisst. So, was haben wir? Eine Pflanze. Eine Aloe Vera-Pflanze. Für die Haut ab 40. Ja, nimm mal mit, du hast es ja nötig, ne? Die Pienwand, habt ihr gesehen? Die Liste vom örtlichen Pizzadienst. Eine Info über den bevorstehenden Bau eines Sendemastes in der Nachbarschaft. Ein Typ namens Schamberger, der seinen Hund Whisky vermisst. Soweit ich das überblicken kann, also nichts von Interesse. Ich glaube, das ist ein versteckter Hinweis, weil wer es vorhin gesehen hat, als die Credits hier, Anfangs-Credits gelaufen sind, da hieß es doch irgendwie, da gab es einen Steffen Schamberger, glaube ich, für irgendwas war der verantwortlich. Ich weiß nicht mehr für was, vielleicht ist das so ein verstecktes Easter Egg hier. Ich nehme mal an, dass da die Sicherungen drin sind. Komm, mach auf. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Oh. Er gluckert leise vor sich hin. Ja, komm. Los rein da. Die Tür scheint von innen blockiert zu sein. Ich habe keinen Schlüssel dafür. Oh. Da hängt ein provisorisches Türschild mit dem Namen Max Gruber. Gut, dann gehen wir mal zur Halle. Einfach mal ein bisschen Gegend erkunden, würde ich sagen. Oh! Der König der Saurier. Selbst die Nachbildung wirkt noch ziemlich furchterregend. Begegnen möchte ich dem jedenfalls lieber nicht. Tja, das ist verständlich. Irgendwie. Oh, ein Plan. Das ist ein Fluchtplan mit allen Räumen des Museums. Wobei der nicht aktuell ist, da zurzeit ja einige Räume wegen Renovierungsarbeiten gesperrt sind. Ja. Und das Schöne ist, es ist ein deutsches Spiel und das heißt, ich kann auch alles lesen, Brände verhüten, Verhalten bei Unfällen. Ja, also das ist die typische Kartenlegende, da erzählt man nichts Neues. Und da ist auch so jetzt irgendwie nichts von Bedeutung. Erstmal, denke ich, ne? Da, eine Liste, Schandlersliste! Auf der Liste stehen die Mitarbeiter des Museums. Wissenschaftlicher Leiter Wladimir Kalenko, Büro 5. In Büro Nummer 4 befindet sich dieser Max Gruber. Das hat jetzt überhaupt nichts Neues gebracht, irgendwie. Gehen wir mal in den hinteren Bereich. Kaum vorstellbar, dass ein Dino mit solchen Hörnern ein reinrassiger Vegetarier war. Man sollte sich wohl auch besser nicht allzu sehr darauf verlassen. Ja, gut, aber ich kenne mich ja damit aus und vorher weiß ich, das ist schon alles richtig so. Auf den Schaubildern geht es darum, ob und wie Asteroiden und Meteoriten für das Aussterben der Saurier verantwortlich gewesen sein könnten. Wenn ich mir die beschriebenen Auswirkungen so anschaue, scheint die Theorie auf jeden Fall sehr plausibel. Ja, ja. Ich kann dir auch ganz genau erklären, wie das mit den Bienen und den Blumen funktioniert. Und dann glaubt mir auch jeder die Theorie der Klappersteiche. So. Was haben wir noch? Nee, hier ist noch was. Ich höre Geräusche aus der Statue. Da scheint jemand drin zu sein. Da ist eine versteckte Tür. Eddie, was machst du denn hier drin? Oh, Frau Nina. Sind die noch da? Noch da? Wer? Sie. Sie kamen. Ich konnte sie nicht sehen. Aber plötzlich wusste ich, dass sie da sind. Mich überkam panische Angst. Ich musste mich verstecken. Und dann sah ich sie. Oh, sie schienen zu schweben. Ich konnte sie nur ganz verschwommen sehen. Die Luft vibrierte. Sie sprachen nicht, aber diese Stimmen in meinem Kopf. Hunderte von Stimmen. Eddie, hast du wieder getrunken? Nein, nein, ich habe nichts getrunken. Wirklich nicht. Naja, zumindest nicht viel. Aber sie waren wirklich da. Ich konnte sie sehen. Ich konnte sie fühlen. Ich habe mir das Ganze nicht eingebildet, glauben Sie mir.
Diese schwarzen Umhänge mit diesen knochigen Fingern. Das werde ich nie vergessen. Ist ja gut, Eddie. Komm erst mal raus da und beruhig dich wieder. Der arme Kerl ist ja völlig fertig mit den Nerven. Ich sollte nachher noch mal mit ihm reden, wenn er sich wieder etwas beruhigt hat. In der Tat, das sollten wir, denn der scheint etwas gesehen zu haben. Im Intro haben wir ja gesehen, dass da wirklich irgendwas mit dem schwarzen Umhang war. Meine Theorie ist ja, es sind Dementoren gewesen. Aber was das war, das werden wir wohl erst später herausfinden. Und ich würde jetzt auch an der Stelle einfach einen Schnitt machen. Passt ja ganz gut. Und ich würde einfach sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr bleibt weiter dabei und seid mit Spaß bei der Sache. Es ist natürlich ein Point-and-Click-Adventure. Das wird sich wie bei Lost Horizon natürlich manchmal ein bisschen in die Länge ziehen. Und es wird auch viel von Seiten der Charaktere geredet, aber das ist nun mal ein wesentlicher Bestandteil dieses Spielegenres. Und dann sage ich einfach mal, liebe Leute, bleibt dran und bis zum nächsten Mal.